Die Freiwillige Feuerwehr Kaulsdorf wurde im Jahr 1907 gegründet, also wäre jetzt ungefähr das 106. Jahr, also doch schon ziemlich lange hier in der Bevölkerung auch aktiv. Es fängt natürlich hier an mit kleineren Sachen wie Ölspuren, die abgebunden werden müssen, bis hin zu Verkehrsunfällen, was schon recht häufig auch vorkommt, vor allem weil hier die B1 in der Nähe ist, bis natürlich hin zu Bränden, Wasserschäden, wo ja auch wetterbedingt viele Ausnahmezustände in Berlin herrschen. Ja, also es ist wirklich alles dabei. Natürlich auch der Klassiker Katzen vom Baum retten hatten wir natürlich auch schon gehabt. Wir haben also hier einen Pieper, sind 24 Stunden einsatzbereit. Ich bin vom Beruf her Erzieher bzw. lerne den gerade. Und dann muss ich dementsprechend dann natürlich meine Freizeit dafür opfern, um dann hier Einsätze tätigen zu können. Und hier in Kaulsdorf klappt das alles noch sehr gut. Also wir können die 24 Stunden Einsatzbereitschaft noch aufrechterhalten. Da sind andere Wachen, klappt das eben noch nicht so oder ist schon ein bisschen schwieriger. Bei uns ist eben der Vorteil, obwohl wir so wenige Mitglieder sind, sind viele bei uns Schichtarbeiter und dadurch können wir die 24 Stunden Einsatzbereitschaft können wir aufrechterhalten. Aber natürlich suchen wir weiterhin noch engagierte Kameraden, die dann hier mitwirken. Also es kann natürlich jeder mitmachen ab dem 18. Lebensjahr. Also man sucht sich dann einfach die jeweilige Feuerwache in der Nähe aus, fragt dann da an. Natürlich wünschen wir uns, dass dann hier welche zu uns auf die Feuerwache Kaulsdorf kommen. Ja, fragt man einfach nach, meldet sich entweder telefonisch oder per E-Mail. Und dann kann man natürlich auch Ausbildungsabende, also wir machen jeden Montag machen wir einen Ausbildungsabend für 2 Stunden. Da kann man natürlich reinschnuppern, auch alles mal ein bisschen kennenlernen. Ist ja auch schon wichtig, dass man erstmal den ganzen Aufgabenbereich auch erstmal kennenlernt. Und das kann jeder machen. Und dann wird man weitersehen, was dann noch erledigt werden muss. Natürlich in erster Linie steht natürlich, ist natürlich der Hauptgrund, dass man gerne Menschen helfen möchte. Ich mache es natürlich schon seit meinem 12. Lebensjahr, also von Anfang an. Da entwickelt sich natürlich schon erstmal eine große Leidenschaft, auch ein entsprechendes Wir-Gefühl, was sich auch innerhalb der Wache entwickelt. Und ich würde fast meinen, die Feuerwehr also ist für mich so ein bisschen auch wie so eine Art zweite Familie. Also man versteht sich ja nicht nur im Einsatzgeschehen gut, sondern auch teilweise privat. Man hilft sich gegenseitig und ja, das ist eben was ganz Tolles, finde ich. Was ganz Wertvolles. Schwierig ist es immer, wenn noch Tote dabei sind oder vielleicht sogar noch jemand an einer Einsatzstelle verstirbt. Da macht man sich natürlich schon Gedanken, aber ich denke, da finde ich auch für mich selber eine gute Distanz, um das auch privat jetzt nicht irgendwie zuzulassen. Und ja, sowas ist natürlich immer schwierig. Ich würde mir natürlich wünschen, dass sich doch vielleicht ein Mitglied oder auch mehr finden würden, die doch vielleicht der Freiwilligen Feuerwehr beitreten, aber vielleicht finden sich auch schon welche für einen Förderverein, sei es, dass sie vielleicht auch eine Kleinigkeit spenden. Das wäre schon echt schön, wenn das klappen würde. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert von Bachmann Immobilien, lizenzierter Videomakler für die Region Berlin, Barnim, Märkisch-Oderland, Oder-Spree und Dahme-Spreewald.